Wir wollen uns jetzt nochmal über integrierte Ansteuerschaltungen unterhalten. Das heißt, tatsächlich haben wir zwar einige diskrete Ansteuerschaltungen kennengelernt, in vielen Fällen ist es aber die bessere Lösung, eine integrierte Ansteuerschaltung zu nehmen. Die werden von unterschiedlichsten Herstellern heutzutage angeboten. Wir wollen hier bloß mal zwei Beispiele sozusagen rausgreifen von unterschiedlichen Herstellern und auch unterschiedliche Anwendungen wollen betrachten, sowohl einen reinen Low-Side-Treiber als auch einen kombinierten High-Side-Low-Side-Treiber für eine sogenannte Halbbrücke, das heißt einen Halbbrückentreiber. Wie gesagt, es ist oftmals die beste Lösung, falls die Kosten nicht das entscheidende Argument sind. Falls Kosten nicht das wichtigste Argument sind. Das heißt tatsächlich, in der Regel kriegen wir damit eine platzsparende Lösung, die auch schnell zum Laufen ist. Das heißt, eine platzsparende, optimierte Lösung, wo man dann, wenn man es diskret aufbaut, sehr viel mehr Aufwand reinstecken muss, sehr viel mehr Testaufwand reinstecken muss, schon beim Schaltungsentwurf. Und das ist dann oftmals nicht ganz so einfach, die Performance zu erreichen, die man mit so einer integrierten Ansteuerschaltung erreicht. Wenn wir die betrachten, gibt es dort wichtige Kenndaten, mit denen man diese integrierten Ansteuerschaltungen auswählt. Die wollen wir kurz auflisten und dann schauen wir uns mal zwei Beispiele an, wie das dann aussieht. Das eine ist, man muss schauen, welchen Eingangsspannungsbereich man hat. Hier müssen wir unterscheiden. Auf der einen Seite haben wir irgendwo einen Logikeingang. Das heißt, wir haben hier einen Logikeingang, wo unser Signal dran geht. Auf der anderen Seite haben wir irgendwie eine Versorgung, die jetzt an dieser Stelle bestimmt, wie die Spannungen sind, die wir tatsächlich an das Gate anlegen können. Das heißt, der Logikeingang ist zum Beispiel interessant, in welchem Bereich akzeptiert der Treiber Eingangssignale. Das können das TTL-Pegel sein, CMOS-Pegel oder sind die bezogen auf die eigentliche Versorgungsspannung. Typisch ist zum Beispiel, dass wir hier eine Versorgungsspannung haben, vielleicht von 0 bis 12 Volt und dass wir dann Logikpegel haben, vielleicht 0 bis 5 Volt oder zum Beispiel wissen, Logikpegel 0 bis 0,8 Volt ist ein Low, 2,4 bis 5 Volt ist ein High, wie auch immer, da sollte man drauf achten. Dann, was anderes Wichtiges, was auch oft angepriesen wird, ist sozusagen der maximale Strom von dem Treiber. Der ist angegeben, sozusagen der maximale Strom, der ausgangsseitig in ein MOSFET-IGBT-Gate reinfließen kann. Manchmal auch Innenwiderstände für ein High-Ausgangssignal und Low. Schauen wir uns gleich an, wie man sich das vorstellen kann. Und was dann auch nochmal eventuell interessant ist, ist, wie ist der Versorgungsstrom oder die Leistungsaufnahme eventuell in Abhängigkeit der Schaltfrequenz. Das heißt, es gibt manche Treiber, bei denen kriegen wir ein Problem, dass wir ein Cross-Conduction kriegen in den Ausgangstransistoren. Die kann man nicht bei sehr, sehr hohen Schaltfrequenzen betreiben. Und das führt dann zu hohen Verlustleistungen. Dann gibt es noch weitere Kriterien, zum Beispiel Verzögerungszeiten, Propagation Delays. Dann, wie Impulse verändert werden, Impulsverlängerung, Verkürzung. Dann Totzeiten bei Halbbrückentreibern, wo wir einen High-Side- und einen Low-Side-Treiber haben und so weiter. Das sind also die wichtigsten Kriterien. Gucken wir uns Beispiele an. Zunächst mal so aufgezeichnet und dann wollen wir auch in die Datenblätter reingucken. Zunächst mal ein Beispiel. Das sei jetzt ein Low-Side-Treiber von der Firma Microchip, so ein MCP1407. Wenn Sie den kaufen, das ist tatsächlich ein IC. Das heißt, wir haben hier mehr oder weniger bloß als Anwender einen Block und können uns das so vorstellen, wir haben auf der einen Seite einen Eingang für unser Logiksignal, das heißt, dort ist irgendwo ein Input drin. Wir haben eine Versorgungsklemme, einen Ground-Anschluss, den wir an unser Bezugspotenzial anschließen. Das Input-Signal bezieht sich auch auf diesen Versorgungsanschluss. Dort geht unsere Steuerspannung rein. Das heißt, hier haben wir das Logiksignal, das reingeht. Dann werden wir haben irgendwo einen Anschluss für eine Versorgungsspannung. Dort, Achtung, wie bei allen Treibern, das habe ich jetzt auch bei den Simulationen, die wir uns angeschaut haben, eigentlich vergessen, benötigen wir meistens eine Entkopplung, eine lokale Entkopplung durch hier Bypass-Kondensatoren, typischerweise irgendwie vielleicht ein Mikrofarad oder 100 Nanofarad an dieser Stelle. Dort schließen wir eine Versorgungsspannung an. Gucken wir uns Datenblatt hier vielleicht zwischen 12 und 15 Volt bezogen auf unser Master-Signal. Und dieser spezielle IC hat dann zwei Ausgangsanschlüsse. Das heißt, er hat zwei Ausgangsanschlüsse, die denselben Logikpegel haben. Tatsächlich, wenn wir gleich ins Datenblatt reingucken, werden wir sehen, der hat eigentlich hier so eine Inverterstruktur am Ausgang, aber die beiden Transistoren sind nicht direkt intern miteinander verbunden. Das heißt, hier, die gehen auf diese Versorgungsspannung. Der eine Anschluss von diesem P-Kanal-MOSFET geht dann aber hier auf den Ausgang. Hier haben wir dann irgendwo noch einen Treiber drin, eine gewisse
Logik, hier als Inverter, glaube ich. Und hier haben wir dann den zweiten Transistor in der Ausgangsstufe, aber auch der geht nicht sozusagen direkt an den anderen Transistor dran, sondern dessen Ausgang ist hier dann auf den zweiten Ausgang geliefert. Was ist der Vorteil an dieser Stelle? Sie können jetzt hier dann zum Beispiel über zwei getrennte Widerstände ein Laden bzw. Entladen eines Gates für einen MOSFET vornehmen. Das heißt, wir haben hier einen Ladewiderstand und hier den nennen wir Entladewiderstand an dieser Stelle. Das heißt, über den oberen Transistor und diesen Widerstand können wir die Zeitkonstante einstellen, mit der wir sozusagen den Transistor oder die Zeitdauer einstellen, mit der wir den Transistor einschalten wollen, wenn wir hier wieder so ein MOSFET annehmen. Und über den unteren können wir ihn entladen. Das heißt tatsächlich, dieser untere N-Kanal-MOSFET entlädt dann über diesen Widerstand, fließt der Strom in diese Richtung zum Entladen drüber, entlädt die Eingangskapazität, die wir hier haben, und das Aufladen aus der Versorgungsspannung erfolgt über diesen oberen Transistor. Das wäre also hier sozusagen aus Anwendersicht das, was man tun muss. Das heißt tatsächlich, für den Anwender müssen wir nicht mehr viel tun. Wir müssen hier geeignete Gate-Vorwiderstände wählen. Da unterhalten wir uns nochmal drüber, wie das geschieht. Wir müssen hier eine lokale Entkopplung machen und dann schauen, okay, hier vorne am Eingang, in welchem Bereich darf unser Logikpegel anlegen? Ist zum Beispiel dieser Eingang tolerant gegenüber den Logic-Leveln, die zum Beispiel unser Mikrocontroller liefert oder die sonstige signalverarbeitende Elektronik liefert. Das wäre jetzt ein Beispiel, dieser The Low-Side-Treiber. Schauen wir da mal ins Datenblatt. Das heißt, ich habe hier dann mal Datenblatt für diesen Transistor, für diesen Treiber. Das heißt, hier angepriesen als 6 Ampere MOSFET-Treiber sehen wir an der Stelle hier Versorgungsspannung von 4,5 bis 18 Volt. Das ist jetzt die Spannung, mit der wir das Gate ein- und ausschalten können. Und dann schauen wir mal, wie sieht das jetzt aus für den Anwender. Das heißt, zunächst sehen wir hier tatsächlich von der Draufsicht der Pinbelegung ist bloß ein 8-Anschluss-IC. Wir haben hier einen Eingang, wo wir unser PWM-Signal anschließen. Wir haben hier zwei Versorgungsanschlüsse, die sollen jetzt, glaube ich, laut Datenblatt bei beide angeschlossen sein. Wir haben hier einen Ground-Anschluss und zwei Ausgänge. Einerseits entweder hier den 1406, sieht man hier invertierende Logik, das heißt, das der Baustein verhält sich von Eingang zu Ausgang insgesamt wie ein Inverter, oder hier MCP 1407 nicht invertierend, das heißt, der Ausgang gibt dann einen High-Pegel, wenn auch am Eingang ein High-Pegel dran ist. Schauen wir also hier nochmal vielleicht ins Blockschaltbild und dann sehen wir tatsächlich hier, so wie ich das aufgezeichnet habe, hier diese Kombination dieser Inverter, wo aber nicht der Drain-Anschluss der beiden Transistoren gemeinsam angeschlossen ist, sondern hier getrennt rausgeführt. Natürlich kann ich das jetzt hier extern auch anschließen, müssen wir bloß gucken, ob da nicht eventuell hier Querströme fließen könnten. Wir sehen, wir haben hier eine Eingangsstufe, hier wieder in Anführungszeichen so ein Pegelwandler und dann je nachdem, ob wir invertierende oder nicht invertierende Konfiguration haben, zu erkennen an diesem Code hier am Abschluss 1406 oder 1407, wird dann dieser Inverter angetrieben. Was ist jetzt für den Anwender interessant? Für den Anwender ist im Wesentlichen interessant zu wissen, okay, tatsächlich, wie ist diese Konfiguration am Ausgang? Welche Ströme können diese beiden Transistoren liefern? Welche Widerstände haben die, und am Eingang ist interessant sozusagen, welche Eingangslevel wir haben und wie verhält sich der Eingang. Und jetzt hier steht hier sozusagen, wir haben hier an der Stelle ein Eingangskapazität von 25 Picofarad. Wir sehen, wir haben hier so Klemmdioden an der Stelle, das heißt tatsächlich, dieser Eingang wird geklemmt auf die Versorgungsspannung, um es vor Überspannung am Eingang zu schützen, dieses Eingangs-MOSFET-Gate. Und hier sieht man dann in Rückwärtsrichtung, wir können hier auch negative Eingangsspannungspegel anlegen, bis diese Z-Diode bei minus 4,7 Volt bzw. 4,7 Volt durchbricht. Schauen wir noch ein paar typische Datenwerte an. Was interessant ist sozusagen von der Eingangsklemme, sind diese Logikpegel. Sehen wir hier, okay, in welchem Bereich akzeptiert dann Logic High und Low am Eingang, und dann sehen wir, wir müssen mindestens 2,4 Volt am Eingang anlegen, damit das als hier High-Pegel akzeptiert wird, und wir müssen dürfen maximal eine Spannung anlegen von 0,8 Volt, dass es sicher als Low-Pegel erkannt wird. Das heißt, das ist sozusagen die Schnittstelle zur signalverarbeitenden Elektronik am Eingang. Dann sehen wir hier, Achtung, diese Ausgangswiderstände jeweils nach High und Low. Was heißt das? Tatsächlich sind das hier, wenn die
Transistoren voll eingeschaltet sind, nichts anderes als sozusagen die Widerstände RDS on dieser beiden Treibertransistoren. Deswegen können Sie die so angeben. Das heißt tatsächlich, kann man sich so vorstellen, entweder wird der eine voll eingeschaltet oder der andere, und dann verbleibt halt in Serie an dieser Stelle ein Widerstandswert von 2,8 bzw. 2,5 Ohm. Typisch ist das hier, dieser P-Kanal, dass der einen höheren Widerstand hat. Dann sehen wir, okay, welchen Strom können die kurzzeitig liefern. Achtung, schon gesagt, bloß ein typischer Wert und hier auch bei der von der Spannung abhängig, und welcher Dauerstrom ist zulässig. Achtung jetzt hier, hier gibt es jetzt so Schaltzeiten. Da muss man immer vorsichtig sein. So Schaltzeiten hängen immer davon ab, was Sie als Last angeschlossen haben und welche Spannungsversorgung Sie haben, was für einen Gate-Widerstand Sie haben. Also da nicht so sehr drauf verlassen an dieser Stelle, ist aber höchstens also sozusagen ein grober Indikator, wie schnell kann dieses Ding schalten. Dann sehen wir hier Verzögerungszeiten. Okay, wie lange brauchen wir tatsächlich vom Eingang zum Ausgang, bis das umgeschaltet ist, wobei das hier auch sein kann, muss man jetzt gucken in die Definition, dass das nur die Verzögerungszeiten sind sozusagen an der Stelle auch am Ausgang. Dann Versorgungsspannung, relativ großer Bereich, 4,5 bis 18 Volt. Das sehen wir, können also hier auch in Anführungszeichen MOSFETs treiben, wo wir bloß 5 oder 6 Volt brauchen. Das wäre dann zum Beispiel interessant, wenn wir einen Gallium-Nitrid-Hemd-Transistor ansteuern wollen, dann könnten wir hier sagen, okay, tatsächlich, die brauchen bloß 5 oder 6 Volt. Maximale Spannung dürfen nicht viel mehr haben. Dann könnten wir diesen Treiber dafür benutzen als Low-Side-Treiber. Und das sind jetzt so schon mal die wichtigsten Angaben, die wir jetzt letztlich haben. Das heißt, wir haben jetzt hier so einen Low-Side-Treiber angeguckt, wollen wir als zweites auch nochmal einen High-Side-Treiber angucken, beziehungsweise wir wollen tatsächlich hier einen Halbbrückentreiber anschauen, das heißt einen kombinierten Low-Side plus einem High-Side. Treiber. Zunächst mal kurz den Begriff klären. Was ist eine Halbbrücke? Unter einer Halbbrücke verstehen wir in der Leistungselektronik die Konfiguration, wenn wir sozusagen zwei Leistungsschalter haben, die an einer gemeinsamen Versorgungsspannung hier in Serie geschaltet sind. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel zwei Transistoren, zwei Leistungs-MOSFETs, die so in Serie geschaltet sind. Das ist eine Halbbrückenkonfiguration, typischerweise hier der Massebezug von meiner Versorgungsspannung. Dann haben wir hier den Ausgang dran. Und für, weil das eine sehr häufige Konfiguration ist, gibt es für solche integrierte Treiberschaltungen, das heißt auch tatsächlich wirklich bloß ein IC, zum Beispiel 8 oder 16 Anschlüsse, haben wir hier zum Beispiel diesen IC, gehen wir nachher aufs Detail ein, wenn wir ins Datenblatt reinschauen, dann werden Sie, wenn wir auch hier zum Beispiel wieder so einen Widerstand anschließen, haben dann hier an der einen Seite sozusagen den Low-Side-Ausgang, an der anderen Seite den High-Ausgang. Wir nehmen als Beispiel hier folgendes Bauelement, wir nehmen mal den IA2184 von International Rectifier, jetzt Infineon an dieser Stelle. Der hat dann zwei Ausgänge, einen Low-Out, einen High-Out. Hier oben ein High-Side-Treiber, hier unten ein Low-Side-Treiber, und tatsächlich ist das jetzt so einer von den Bausteinen, die versorgt werden über so eine Bootstrap-Schaltung. Das heißt, tatsächlich haben wir auf der einen Seite, das wird im Datenblatt bezeichnet mit VCC, hier einen Spannungsanschluss, der massebezogen ist, zum Beispiel plus 12 oder plus 15 Volt. Wir haben dann aber noch eine zweite Spannung, die wird im Datenblatt mit VB bezeichnet, und das ist die Spannung an diesem Bootstrap-Kondensator. Das heißt tatsächlich, von VCC nach VB schließt man hier eine Diode an, das ist diese Bootstrap-Diode, und hier von diesem Anschluss VB nach dem Bezugspotenzial des High-Side-Treibers werden wir so einen Kondensator schalten, das wäre jetzt dieser Bootstrap-Kondensator an dieser Stelle, und diesen Anschluss führen wir dann nochmal zurück, haben wir dann hier an der Stelle den Anschluss VS, an dem dieses Bezugspotenzial von dem High-Side-Treiber angeschlossen ist, und dann haben wir tatsächlich hier, wir sehen, wenn wir ins Datenblatt reingucken, eine Konfiguration mit dieser Ladungspumpe, die sich selbst versorgt. Das heißt, dieser Bootstrap-Kondensator wird auf diese Versorgungsspannung an VCC aufgeladen, wenn der untere Transistor hier eingeschaltet ist. Wenn also S2 eingeschaltet ist, wird hier dieser Kondensator über diesen unteren Transistor geladen werden. Umgekehrt, wenn S2 ausgeschaltet wird und wir S1 einschalten wollen, können wir die Versorgungsspannung für diesen High-Out entnehmen aus diesem Kondensator, der ungefähr auf die 12 Volt angeschlossen ist. Dieser spezielle IC hat jetzt bloß einen Eingang, hat hier einen Inneneingang,
wo wir unser PWM-Steuersignal anschließen und wird einen zweiten Eingang haben, so einen Shutdown-Eingang, wo man ihn abschalten kann, der logisch invertierend ist. Das heißt, wir brauchen an dieser Stelle einen Low-Pegel, um ihn abzuschalten. Das wären dann schon die wesentlichen Anschlüsse. Eine kurze Ergänzung, das ist jetzt ein Halbbrückentreiber mit an dieser Stelle nur einem Eingang, der hat jetzt hier eine integrierte Totzeit. Was bedeutet das? Wenn wir uns die Spannung angucken, ich nenne das mal U-High und hier U-Low, die Ausgangsspannung, die dort rauskommen am Ein- und Ausgang, dann muss man bei so Halbbrückenkonfigurationen dafür Sorge tragen, dass nie gleichzeitig, nicht mal während des Umschaltens, diese beiden Transistoren S1 und S2 gleichzeitig angesteuert sind. Ansonsten schließen wir diese Versorgungsspannung kurz. Wenn da jetzt ein Kondensator dranhängt, 1 Millifarad, 400 Volt, können dort sehr große Ströme fließen und gegebenenfalls diese Transistoren zerstören. Manchmal ist es kurzzeitig zulässig, muss man halt gucken, Safe Operating Area der Transistoren, ob man das erreicht oder nicht, zusammen mit den parasitären Eigenschaften. Was bedeutet das tatsächlich? In diesem Fall, dieser IC wird Folgendes machen: Das Signal U-High wird entsprechend sein dem Eingangssignal, dem Steuersignal, das an diesem Inneneingang dran ist. Das heißt, wenn wir dort ein PWM-Signal anlegen am In und auf der anderen Seite erzeugt ein invertierendes Signal am zweiten Anschluss, aber dieser spezielle IC hat jetzt eine Totzeit. Was bedeutet das? Er schaltet den zweiten Signalpegel verzögert. Wir kriegen also hier jeweils Intervalle, in denen die beiden Transistoren ausgeschaltet sind. Und wir vermeiden, dass jetzt hier gleichzeitig ein Signal anliegt, sodass wir hier keinen Brückenkurzschluss kriegen. Das ist also hier diese sogenannte Totzeit oder Englisch Dead Time. Zum Abschluss wollen wir jetzt nochmal in das Datenblatt von diesem Treiber reingucken. Das heißt von diesem IA2184, diesem Halbbrückentreiber, den wir gerade betrachtet haben. Wir sehen hier, das Datenblatt ist für eine ganze Familie von ähnlichen Bausteinen. Wir haben hier betrachtet diesen IA2184, der hat Eingänge, einen In-Eingang, einen Nicht-Shutdown-Eingang und hier eine interne Totzeit von 500 Nanosekunden. Achtung, das ist ein typischer Wert. Das heißt tatsächlich, der garantierte Wert wird niedriger sein. Wir sehen auf der ersten Seite, die Eingänge sind logikkompatibel für 3,3 und 5 Volt Logik. Das ist sehr wichtig an dieser Stelle. Wenn so ein Gate-Treiber hat, Achtung, manche haben Logikpegel, die beziehen sich auf die Versorgungsspannung. Das ist dann manchmal schlecht, wenn man nicht die entsprechenden Pegel vorher liefern kann. Die Versorgungsspannung soll hier sein zwischen 10 und 200 Volt. Und der Level-Shifter, was wir hier sehen, ist, er arbeitet bis zu Spannungen von 600 Volt an diesem springenden Potenzial, wo wir unseren Kondensator für die Bootstrap-Schaltung anschließen. Das heißt, hier nochmal das Kurz-Block-Schaltbild, das Schaltbild. Wir haben hier diese 8 Anschlüsse, wie vorher auch betrachtet. Wir haben hier die Bootstrap-Diode, den Bootstrap-Kondensator, treiben hier eine Halbbrücke, haben zwei Ausgänge, High-Out, Low-Out, hier der Ausgang des High-Side-Treibers, hier der, des Low-Side-Treibers, haben dann diesen Shutdown-Eingang, den In-Eingang und jetzt sehen wir hier, wir haben noch zusätzlich, was wir vorher nicht hatten, aufgezeichnet, einen Kondensator zum Abblocken am Eingang, das heißt typischerweise hier ein Keramikkondensator, 100 Nanofarad bis 1 Mikrofarad für vor allem den Spitzenstrom, den der Low-Side-Treiber liefern muss. Schauen wir noch ein paar Daten an aus dem Datenblatt, was interessiert uns hier. Interessant sind auf jeden Fall an dieser Stelle die Totzeit. Sehen wir jetzt hier, Achtung, das ist jetzt zwar für diesen anderen Typen, wo man über die Totzeit einstellen kann, wir sehen hier aber irgendwo im Bereich 200 bis 500 Nanosekunden. Dann wiederum die Logikpegel. Wir sehen also hier das minimale Signal, das als High-Pegel am Eingang akzeptiert wird, muss mindestens 2,7 Volt haben. Umgekehrt dürfen wir maximal 0,8 Volt anlegen, wenn wir einen Low-Pegel haben wollen am Eingang. Das gleiche für den Shutdown-Eingang gilt natürlich nur, wenn wir hier in dem Versorgungsspannungsbereich von 10 bis 20 Volt sind. Achtung, dieser IC hat eine Erkennung von Unterspannung. Das heißt, hier angegeben sind dann die Werte, wann er an dieser Stelle abschaltet, hat eine gewisse Hysterese. Das heißt, wenn wir weniger als grob diese 9 Volt anlegen, wird er nicht arbeiten. Dann auch hier wieder die Treiberströme. Welchen Strom kann er liefern für an dieser Stelle einen positiven Ausgangspegel und einen negativen Ausgangspegel? Achtung, hier interessieren im Wesentlichen die Minimalwerte, nicht die typischen Werte, weil das sind die Minimalwerte, sind die, die eigentlich garantieren,
implantiert sind. Und dann sehen wir hier noch das Blockschaltbild. Das heißt, tatsächlich vom Aufbau her sehen wir hier diesen Ausgang, sowohl bei dem Highside als auch bei dem Lowside-Treiber hier in Anführungszeichen mit zwei MOSFETs am Ausgang. Ob das jetzt tatsächlich zwei N-Kanal sind, ist eine andere Frage. Wir sehen, wir haben hier einen Level-Shifter, der die hohe Spannung, einen Pegelumwandler, also der die hohe Spannung abkönnen muss. Wir haben hier ein Modul, was sozusagen die Totzeit einstellt, normalerweise in gewisser Weise über eine Verzögerung. Hier ein Delay, was ausgleicht die unterschiedlichen Laufzeiten zwischen dem oberen Kanal und dem unteren Kanal, dass wir sozusagen kein Mismatching kriegen der Pulse, die dort drin sind. Hier diese Unterspannungserkennung und wir sehen tatsächlich, wir haben hier bloß einen Eingang und als zweites Signal einen Shutdown-Eingang, der dann über diese Gatter hier sozusagen die Signale wegschaltet, dass am Ausgang keine Ausgangssignale drankommen. Was dann noch oft interessant ist, ist, dass man sich klar macht, wie sind die Logikpegel zueinander in Bezug und wie ist die physikalische Ansteuerung. Das heißt, wir haben hier die Anschlussbelegung. Hier relativ sinnvoll, dass sozusagen die Bootstrap-Spannung sowie das Potenzial, was wir dort haben, das springende Potenzial auf der einen Seite sind um den High-Ausgang herum. Was jetzt ein bisschen anders realisiert sein könnte, wäre, dass dieser VCC-Anschluss an einer anderen Stelle ist, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was uns vielleicht noch interessiert, ist dieses Timing-Diagramm. Das sollte man sich auch angucken, damit man klar sieht, wie die Logikverhältnisse sind. Wir sehen hier, das ist das In-Signal, hier dargestellt als so ein PWM-Signal. Wir sehen, okay, wenn der Shutdown-Anschluss auf einem High-Pegel ist, wird dieses In-Signal so durchgeschaltet, dass der High-Ausgang genau den Verlauf dieses In-Signals hat, der Low-Ausgang des Low-Side-Treibers, das invertierte Signal ist tatsächlich hier zwischen beim Umschalten, werden wir die entsprechenden Totzeiten haben. Wenn dann das Shutdown-Signal auf Low geht, werden beide Ausgänge auf Low gehen. Das heißt, beide werden die entsprechenden Transistoren entladen und dann entsprechend hier halt Kombinationen, was passiert, wenn kurzzeitig ein Shutdown dahin kommt oder nicht. Noch eine interessante Sache, die man aus dem Blockschaltbild entnehmen kann, schauen wir uns kurz an. Hier sehen wir, dass in diesem Blockschaltbild an dem Shutdown-Pin und an dem In-Pin interne Pull-Down- bzw. Pull-Up-Widerstände vorhanden sind. Achtung, auch darauf muss man achten, manchmal bei Gate-Treibern. Bei manchen hat man hier bloß irgendwelche CMOS-Eingänge und muss dann gegebenenfalls extern Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstände dazuschalten, falls die extern antreibende Elektronik in den Zustand gehen kann, dass zum Beispiel dort ein Ausgangspin hochohmig ist, bei einem Mikrocontroller oder so. Hier sehen wir zum Beispiel den Shutdown-Pin. Wenn wir den einfach nicht beschalten, wird durch diesen internen Pull-Up immer dafür Sorge getragen, dass sozusagen der Treiber aktiviert ist.